Wie ihr in der letzten Folge bestimmt mitbekommen habt, habe ich einfach mal auf Beenden oder auf Hauptmenü geklickt und da ist mir das Spiel leider abgeschmiert. Gut. Ich hatte schon ein bisschen länger gespielt, dass diese 8 Minuten sind da eher ein Witz dagegen, aber sag mal, ich hab Filmarchiv. Oh, okay, da scheint es ein wenig mehr zu geben, als gut, dann gehen wir einfach nochmal zurück. Ich meine, jetzt wissen wir ja einigermaßen, was... Oh, verdammt. Was hier so abgeht. So, ja. Die Gasse, Mission gemeistert, Respekt 500 und nochmal 500. Ich glaube, ich sollte echt da zwischendurch nochmal öfter speichern. Das ist einfach... Ja. Luca will ich draußen treffen. Ich würde ihn nicht warten lassen. Gut, dann gehe ich mal raus. Ja gut, dann ist es die Mission, mit dem das Ganze angefangen hat. Der Problemlöser, Trainingsmission. Die Corleones verlieren mehr und mehr die Kontrolle. Schuld sind die geschmierten Polizisten und die Tatalias, die aus Brooklyn nach Little Italy greifen. Es wird Zeit, zu lernen, was die Welt am Laufen hält. Segnant Galtasino, korrupter Polizist, der Little Italy ausbluten lässt. Sehr schön, dann fangen wir nochmal mit der Mission an. Hey, Kleiner. Gehen wir ein Stück? Naja, ist gerade nicht so viel los. Das mag ich. Macht's einem leichter, seinen Job zu erledigen. Ich verdiene gutes Geld. Ich helfe der Familie. Und ich habe noch meinen Spaß dabei. Aber eine Sache musst du jetzt wissen. Ich würde nie etwas gegen den Partner unternehmen. Don Corleone ist ein Mann, den ich respektiere. Der alte Emilio, der zeigt uns gegenüber doch überhaupt keinen Respekt. Er bezahlt Schutzgelder an die Tatalias. Dem müssen wir eine Lektion erteilen. Gut, damit hatte das Ganze ja angefangen, mit der Schutzgelderpressung hier in dem ganzen Teil. Du musst mit Emilio reden. Sorg dafür, dass die Corleones ihr Geld kriegen. Du weißt, was du zu tun hast? Naja, wie soll ich die Sache regeln? Kommt drauf an. Einigen Leuten muss man nur ein bisschen Respekt beibringen. Einfach mit ihnen reden. Verhandeln wirkt oft Wunder. Alles klar. Und wenn der Typ nicht mitspielt? Dann erinnerst du ihn, was Schutz bedeutet. Erhöhe den Druck, aber geh nicht zu weit. Wenn du einen Mann in die Enge treibst, wird er gefährlich. Kapisch? Ja, das haben wir ja schon jetzt ein paar Mal erlebt, weil ich es dann doch übertrieben habe. Wieder der Druck, bestimmte Situation, anscheinend Gesundheitsbein, eine Person, der Druckanzeige, grüner Bereich, gegenüber Angst, was sie, alles, was sie verlangt. Hören Sie den Druck nach Zorn oder roher Gewalt, färbt sich die Druckanzeige rot, zu weit gegangen, Wehren und Ärger. So war das. Soweit. Sind Sie verrückt? Unter dem Team. Was kostet das? Geld für mich. Gehen Sie jetzt, bitte! Schwachstellenbonus. Juhu! Ach ja, was ich ja ganz vergessen hatte, war Fähigkeiten. Und wie ihr seht, da war ich auch schon mal besser. Schwachstelle haben wir ja jetzt. Da können wir ja ein bisschen nachhelfen. Zwingen Sie mich nicht, Ihnen den Arm zu brechen. Ja. Dann hau mal was raus, mein Lieber.
Unter dem Tee sieht's doch gut aus mit ziemlich genau 500, würde ich tippen. Und wie mache ich es am besten, damit ich es nicht übertreibe? Vielleicht eine Pistole? Vergessen Sie es, ich lasse mich nicht mehr ausquetschen. Ach. Okay. Bin noch immer neu. Hat ja sonst nichts zu tun. Glücklicherweise wird hier vor immer gespeichert. Was machen Sie hier? Wir haben geschlossen. Muss ich Sie erst verprügeln? Ach, ja, den Schwachstellenbogen. Ich möchte Sie nicht töten. Also war das nicht der Schwachstellenbonus? Nächsten Mal tut's richtig weh. Legen Sie es nicht drauf an. War das nicht der Schwachstellenbonus bei dem? Nein. Ich will erstmal die Schwachstelle haben. In 10 Sekunden. Sind Sie verrückt? Soll ich ein bisschen umdekorieren? Da, Schwachstellenbonus. Schatten doch. Aufhören, ich zahle! So, dann warten wir mal auf unser Geld. 1495 wäre natürlich das Optimum. Das muss ich nur rausfinden. Sie weigern sich? Ja, mit der Waffe geht es wohl am besten. Da macht das ein bisschen langsamer. Also vergessen Sie es, ich lasse mich nicht mehr ausquetschen. Da waren ja schon die 1400, so ein Mist. So ein Mist, aber diesmal weiß ich ja zumindest mal, wie ich mich verstanden bin. Ich brauche mal wieder Ewigkeiten dafür. Ja, das wissen wir mittlerweile. Los hier, verdammt! Schön, hatten wir es hier. Aufhören, ich zahle! Also, Schwachstellenbonus habe ich schon mal, das ist sehr gut. Und dann jetzt gucken, dass ich nicht über die 1400 komme. Das wird heute ein schwarzer Tag für Sie. Ja, erstmal rasseln jetzt hier die Zahlen durch. Upsala. Und dann müssen wir wieder warten, bis dann die 1000 kommen. Und dann kommen da die 200. 1300. 1400. Und jetzt geht's weiter mit der Kanone, weil das. Vergessen Sie es, ich lass mich nicht mehr ausquetschen. Komm schon. Ich hab mir doch jetzt echt Mühe gegeben. Okay. Dann wirklich nur bis 1490. Was machen Sie hier? Wir haben geschlossen. Schwachstellenbonus, damit ich da auch wirklich rausholen kann. Aufhören, ich zahle! Moment. Zwing mich nicht, dir weh zu tun. Wo geht's dann wohl am schnellsten? Jetzt mal wechseln zwischen dem Schlag gleich. Festhalten. Sollte das recht schnell funktionieren. Vergessen Sie es, ich lasse mich nicht mehr ausquetschen. So ein Müll. Da haben wir keinen Bock da drauf. Wieso funktioniert das einfach nicht? Ihr habt doch meinen Druckkram gar nicht aufgerüstet. Das nervt. Okay. Dann einmal.
raus hier, verdammt! Waage, das Teil und damit wären wir bei 2. Gehen Sie jetzt, bitte! Druck jeweils. Halt, sind Sie verrückt? Okay. Nochmal ein wenig. Geht schneller. Das war ein bisschen schädlich für ihn, aber... Ich bin 25. So, jetzt wären wir schon mal wieder auf dem Stand, den ich eigentlich haben wollte. Ja. 75, 85, 95. Ha! Waffe wegpacken. Hören Sie, Emilio. Die Gegend hier gehört den Corleones. Entweder Sie bezahlen Cash oder mit Ihrem Leben. Ich will keinen Ärger mit Ihnen. Nehmen Sie das Geld und grüßen Sie Luca von mir. Na also, 1495. Ja, jetzt wieder Übernahme von illegalen Geschäften. Einige Fassaden für illegale Geschäfte haben einen Geschäftsmann erpresst, öffnet sich die Hinterzimmer. Die Tür seines Hinterzimmers halten die Augen noch in offenen Nebenräumen auf. Offen. Gut. Da ist nämlich so ein Raum. Da oben läuft Musik. Okay, rausholen. Nachladen. Oh, Scheiße. Übernahme von illegalen Geschäften. Rede mit einem Boss zunächst gut, wenn Sie ein Geschäft übernehmen möchten. Wenn er sich kaufen lässt, können Sie sich auf langfristige Einnahmen einstellen. Falls nicht, müssen Sie etwas nachhelfen, um ihn zu überzeugen. Ich bin eher für das Überzeugen. Hilfe! Weil da meist mehr rausspringt. Jetzt können wir nochmal hier versuchen, einen Schwachstellenbonus zu finden. Oder eine Schwachstelle. Oh, dabei ist noch einer draufgegangen. Gut, unter dem F. Die Frage ist... Hast du genug? Schwachstellenbonus. Okay, überredet. Aber hören Sie auf, ja? Sehr schön. Meine Geduld ist begrenzt, verstehen Sie? Ja, komm schon. 1000 sollten noch drin sein. Aber nicht mit dieser Technik. Okay, jetzt probier es noch einmal mit kurz halten. Ich mach dich fertig! Okay, glatt krieg ich es wohl nicht hin. Bedeutet, ich fang's einfach nochmal neu an. Da dürfte jetzt ein Gegner weniger oben stehen. Das ist natürlich jetzt, wieder uncool, aber... Verdammt. Ich... Ja, ich bin getroffen! So. Lass das! Grand Slam. So, wo haben wir denn den Besitzer? Da haben wir den Besitzer. Aufhören, Sie haben gewonnen! Jetzt sind wir auch schon fast da, wo ich ihn haben wollte. Und da können wir auf 995 gehen. Wenn er dann wieder darauf anspringt. Bis dahin kann ich ja dann mal kurz den Safe sprengen. Und dann, ja. Safe gesprengt. 3750, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich den Typ damit gekillt habe. Wie ich vermute. Und
In dieser Stadt betreibt niemand ein Casino, ohne den Don daran zu beteiligen. Okay, Sie haben gewonnen. Lassen Sie mich einfach in Ruhe, okay?